Ich möchte zunächst eine Frage an euch richten. Die Frage ist eigentlich ganz simpel, zumindest aus meiner Perspektive. Ich weiß nicht, wie simpel diese Frage für euch wird, aber deswegen stelle ich sie einfach. Warum seid ihr hier? Die Antwort hatte ich erwartet, das ist aber nicht, was ich meine. Warum seid ihr jetzt gerade hier auf dem Kampfplatz des Lagers? Ja. Man hat die Anführer. Korrekt. Und freien Männer. Korrekt. Ich habe verlangt, dass ihr euch alle zur 12. Stunde auf dem Kampfplatz des Blauen Lagers einfindet. Und ihr seid hier. Wir konnten uns frei entscheiden, ob wir kommen oder nicht. Aber ihr seid hier. Weil ich es angeordnet habe. Mein expliziter Wortlaut war, ich verlange, die Kapitäne, die Heerführer und alle, die in diesem Lager etwas zu sagen haben, auf dem Kampfplatz zu sprechen. Und ihr seid alle hier. Die, die nicht hier sind, haben wahrscheinlich verstanden, worauf ich hinaus will. Dass ihr hier seid, zeigt mir, was ich am gestrigen Abend schon gefühlt und gesehen und gehört habe. Ich weiß nicht, ob ihr die Sage kennt von dem Schwan und dem Skorpion. Der Skorpion stand am Rande des Flusses und wollte den Fluss überqueren. Da kam ein Schwan und der Skorpion sagte, werter Schwan, könntest du mich auf die andere Seite des Flusses bringen? Und der Schwan sagte, aber wenn ich das tue, dann wirst du mich stechen und ich werde an deinem Gift sterben. Und der Skorpion sagte, nein, nein, wenn du mich über den Fluss bringst, werde ich dir nichts tun. Das schwöre ich. Und so nahm der Schwan den Skorpion auf seinen Rücken und wollte ihn herübertragen. In der Mitte des Flusses stach der Skorpion den Schwan. Und während das Gift durch seine Adern floss, fragte der Schwan verzweifelt den Skorpion, warum hast du das getan? Nun werden wir beide sterben. Und der Skorpion sagte, es ist meine Natur. Worauf ich hinaus will ist, ihr seid der Schwan und ich bin der Skorpion. Ich kann und werde nicht länger meine Natur verleugnen, weil ihr Sterblichen offenbar nicht in der Lage seid, eigenständig zu erkennen, was Freiheit heißt und dass Freiheit nicht heißt, dass man sich anderen unterordnet. Dass Freiheit nicht heißt, dass man Anordnungen oder Befehle oder auch Bitten von anderen Leuten befolgt. Freiheit heißt, dass man seinen eigenen Weg geht. Freiheit heißt, dass man tut, was man selber für richtig hält. Und nicht, weil irgendjemand, der einen Dreispitz trägt oder irgendeine Form von Kommando innehat, dass ich das vorstelle. Ihr habt selber gesagt, vor 2 Jahren, Freiheit bedeutet nicht, das zu tun, was man selber will, ja, sondern Freiheit bedeutet, für das einzustehen und für das zu kämpfen, was sein Weg ist. Deswegen sind wir, ja, hier, nicht weil wir uns unterordnen. Ja, das ist ja auch das ist ja genau der Punkt. Ihr ordnet euch nicht unter, sondern euch sind Leute untergeordnet. Ihr steht, ob freiwillig oder nicht, von euren Männern. Ihr steht über euren Leuten, wenn ihr sie auf den Schiffen herumkommandiert. Ihr habt einen herrschenden Status auf euren Schiffen und dieser lässt sich nicht mit jedem guten Willen und jedem guten Wort über die Freiheit wegargumentieren. Ihr seid alle Herrscher auf euren Schiffen. Gewählte Herrscher. Vollkommen egal, Luziferia. Ihr seid Herrscher und das widerstrebt dem, wofür der Weg der Freiheit steht. Und ihr habt es einfach noch nicht erkannt. Am gestrigen Abend habt ihr verzweifelt versucht, Meerwesen, die das Konzept der Freiheit nicht kannten, von dem Konzept der Freiheit zu überzeugen. Nahezu erfolglos, mehrere Stunden lang. Ich bin es leid. Ich bin es leid, mich immer wieder von euch Sterblichen überzeugen zu lassen, dass ich offensichtlich meinen Weg nicht richtig verstanden habe. Dass mein Weg offensichtlich auch beinhaltet, dass der eine über den anderen herrschen darf, solange der andere das freiwillig mitmacht. Was ihr braucht, ist einmal zu spüren, wie sich Knechtschaft anfühlt. Einmal zu spüren, wie es sich anfühlt, wenn jemand Macht über euch ausübt. Und deswegen werdet ihr jetzt alle spüren, wie sich das Wasser
langsam in euren Lungen zusammenbeginnt, wie das Wasser in euren Lungen langsam steigen wird, wie das Wasser euch in die Knie zwingt. Das Gefühl von Knecht sein, das ist das Gefühl, wenn jemand, der mehr Macht hat als ihr, Macht euch auf ausübt, weil es ihm beliebt. Und ihr werdet sterben, und ihr werdet zurückkehren, und ihr werdet vergessen haben, warum ihr gestorben seid. Aber was ihr behalten werdet, woran ihr euch erinnern werdet, ist das Gefühl in euren Herzen, wie sich Knechtschaft anfühlt. Und erst wenn ihr verstanden habt, was Knechtschaft ist, was die Männer unter euch erleiden müssen, dann werden wir vielleicht irgendwas im richtigen Sinne zu verteidigen und nicht die Freiheit als Ausrede zu benutzen, um sich über andere zu erheben.